Und herzlich willkommen bei einem neuen Sims 4 Let's Play, und zwar das Reich der Magie. Es ist ein wenig an mir vorbeigegangen, aber es ist wohl in den letzten 2-3 Monaten oder so erschienen. Und ja, ich habe es jetzt zufällig gefunden und bin mega gespannt darauf. Zumal ich ja immer ziemlich traurig war, dass die zwar, ich glaube, die Vampire übernommen hatten in Sims 4, also von Sims 3 auf Sims 4, aber alles andere mit den Hexen und den Feen und so weiter eben nicht. Und jetzt kriege ich auch noch Schluck auf. Und ich bin ganz gespannt, was es hier gibt. Also wie man schon an den Bildern erkennen kann, es geht auf jeden Fall um Hexen. Es geht so ein bisschen um dieses Harry Potter-mäßige, glaube ich. Vom Text her kann ich euch sagen, erkunde die Nachbarschaft. Eine unwirkliche Welt erwartet deinen Sim. Und wenn du auf das geheime Portal stößt, oder ist schon mal ein guter Hinweis, warten an jeder Ecke mysteriöse Entdeckungen auf dich. Okay, okay. Erlerne die Künste, lerne selbst oder lass deinen Sim unterrichten, wie man Sims miteinander kämpfen lässt, also duellieren, denke ich mal, mit Zauberstäben, sie in Dinge verwandelt oder Essen herbeizaubert. Ja, das wäre cool. Braue trinkbare Zaubertränke, um Liebe zu sehen, unerwünschte Flüche zu beseitigen oder ewig zu leben. Das wäre natürlich auch cool, also gerade bei Sims. Hol dir einen Begleiter, beschwöre einen Drachen, eine Fee oder einen anderen zur Persönlichkeit deines Sims passenden Begleiter zu seinem persönlichen Schutz herauf und gib ihm einen kreativen Namen. Das wäre cool. Also ein Drache wäre auf jeden Fall cool, aber eine Fee hört sich auch cool an. Trage bezaubernde Outfits. Lass dich mit passenden Outfits in magischen Stimmungen versetzen. Sammle Zauberstäbe und Besen, um den Look abzurunden, und dekoriere dein Zimmer mit zauberhaften Objekten. Ja, ganz ehrlich, ich bin mega, mega gespannt. Ja, an die Uni habe ich mir auch neu geholt, aber das soll jetzt nicht Thema von heute sein. So, wir beginnen jetzt erstmal ein neues Spiel. Was? Ein lustiger Persönlichkeitstest. Nö, ich möchte keinen Persönlichkeitstest, danke. Also, ich werde mir jetzt erstmal meine kleine Sims-Familie erstellen und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, sobald ich fertig bin. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt wieder. Ich habe meinen Haushalt erstellt. Und zwar habe ich einmal Saphira Mystica. Sie ist eine schnelle Lernerin, hat großes Wissen über Zauberkunst und Hexerei in sich, ist immer sehr fröhlich, eine Perfektionistin und sehr ehrgeizig. Dann gibt es noch Harry Mystica. Er ist ein großer Tierfreund, ein Gutmensch, sehr kreativ und sehr fröhlich. Ihre gemeinsame Tochter ist Eve Mystica. Sie ist, ja, kurz gesagt, ein kreatives Wunderkind. Und die letzte im Bunde, wobei ich gleich nochmal kurz gucken muss, ob es überhaupt eine sie war, wobei es ja eigentlich ein er sein müsste vom Namen her, ist Salem Mystica. Und zwar ist diese Katze sehr anhänglich, sehr freundlich, aber auch sehr faul. Ich schaue jetzt noch mal kurz, ich schaue jetzt noch mal kurz nach, ja, war weiblich, obwohl ich sie Salem genannt habe. Ich habe aber gar nicht gehört auf das Miauen. Ah ja, doch, das ist in Ordnung. Ja, mit diesem Haushalt werde ich jetzt einziehen. Ich werde mir jetzt mal ein schönes Örtchen aussuchen und bin dann gleich wieder für euch da. Wir haben im Herbst gestartet, weil die Jahreszeiten sind ja auch noch hier drin. Und ich habe mir gedacht, die, naja, Angelhütte hört sich ganz gut an, aber ich sag mal, es geht ja darum, eine ganze Familie einzuquartieren, und ich weiß nicht, wie die Hütte aussieht. Deswegen gehen wir mal zum Wachposten von Glimmerbruck. Ist beides 30x20, muss ich allerdings leider selber noch nicht möbliert. Ja, Grundstück planieren.
Nee, lassen wir erstmal. Also, wir machen mal nicht möbliert so. So sieht das Ganze hier aus. Es sieht irgendwie ziemlich trist aus, ehrlich gesagt. Es ist auch wirklich nicht besonders groß, finde ich, aber der Schein kann natürlich trügen. Ich meine, gut, hier vorne, das ist relativ breit. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, wir haben sogar für alle, die angeln mögen, da hinten noch einen Steg, wo wir sicher auch noch angeln können. Ich bin wirklich mal gespannt. Ich werde mich jetzt erstmal dran setzen und, ja, ich sag mal, die wichtigsten Sachen ins Haus reinmachen, beziehungsweise das Haus bauen und die wichtigsten Sachen reinstellen. Und dann hole ich euch gleich wieder hinzu. So, ihr Lieben, jetzt ist es endlich soweit. Dummerweise habe ich jetzt nicht mehr allzu viel Geld übrig. Aber ich hoffe trotzdem, dass das Wichtigste hier drin ist. Es soll natürlich noch verändert werden, noch stark verändert werden. Sie haben nur ein kleines Badezimmer. Es wäre vielleicht ganz schön, noch ein zweites, zumindest mit einer Toilette und einer Dusche zu machen. Die Küche ist auch noch relativ klein, wie ihr seht. Das Schlafzimmer von den Eltern, ja gut, die haben halt ein Doppelbett, aber das war's dann auch. Ich habe alles so ein bisschen gemacht, dass man nicht zu viel ausgibt, aber trotzdem gleichzeitig diese Komplettsets benutzen kann. Ich habe einen Fernseher drin. Ich bin gerade überlegen, was ich jetzt eigentlich alles reingetan habe. Ich hätte fast am Ende noch die Haustür vergessen. Die habe ich zum Glück noch reingesetzt. Und ich hoffe, ich habe jetzt so ziemlich an alles gedacht. Also ein Fernseher, damit denen nicht langweilig wird. Leider nur eine Dreier-Couch, wobei das müsste ja sowieso reichen. Es ist leider noch kein Tisch vorhanden, aber naja, gut. Wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich habe alles für die Katze soweit hier. Ich würde sagen, dass wir das Ganze erstmal weiterlaufen lassen. So, eine kleine Sache so zur Info. Ich habe ja so in groben Zügen versucht, die Saphira sehr nach dem zu machen, wie ich halt eben bin. Ich meine, gut, es ist halt Sims, man hat nur begrenzt die Möglichkeiten. Aber diese Sache mit Perfektionistin und ehrgeizig und normalerweise immer fröhlich, ja, das kann man doch sehr gut übertragen. Er hingegen, jetzt muss ich mal eben schauen, welche Tasten das waren. Genau, er hingegen ist da ja ganz anders. Das haben wir ja schon eben alles gehört. Und die sind direkt schon miteinander am Flirten. Wer hat denn hier? Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Salem nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Okay. Was macht denn die Katze? Die versteckt sich hinterm Fernseher. Die hat Angst davor, gekocht zu werden. Jetzt verstehe ich. Das ist übrigens ein irgendwie geiles Bild hier auf dem Fernseher, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wie man sieht, ich habe jetzt auch hier drin noch nicht so wirklich alles eingerichtet. Wir haben noch gar keine Tapeten und nichts da. Aber gut, das soll uns jetzt nicht davon abhalten. Ich werde das gleich auch mal ein bisschen ändern nebenbei. Wo ist er denn jetzt hingegangen? Er steht jetzt dumm vor der Tür rum. Warum steht er jetzt vor der Tür rum? Wieso gehst du nicht rein, Junge? Genau, ich wollte gerade sagen. So, okay, dann werde ich mit ihr mal. Nee, ich wollte kein Techtelmechtel. Sind die Betten jetzt schon automatisch belegt, weil das jetzt ein Kinderbett ist? Ja, okay, man merkt, ich habe jetzt schon etwas längere Zeit nicht mehr Sims gespielt. Ich werde aber trotzdem, weil mich das jetzt hier irgendwie ein bisschen stört, wenn ich jetzt ehrlich bin. Ich werde trotzdem mal eben schauen, dass ich das Haus hier ein bisschen schöner mache. Jetzt habe ich natürlich dummerweise das mit dem Balken genommen. Jetzt müsste ich eigentlich auch was anderes mit Balken nehmen, ne? Ich habe aber kein. Obwohl, doch, Moment, wir können ja die Farbe hier ändern. Dann machen wir da einfach so ein Grün noch hin. Eigentlich wäre das jetzt besser andersrum, dass das Grün jetzt die kurze Seite gewesen wäre. Aber naja, gut, ist jetzt nicht so dramatisch. So, machen wir das doch schnell hier rein. Zack. Okay, perfekt. Dann,
Was haben wir denn hier sonst noch? Welchen Tag haben wir denn überhaupt heute? Wir haben Sonntag. Okay, also muss ich das Spiel mal kurz pausieren, weil wir natürlich, ach so, du aber nicht, sondern du, wir uns natürlich auch einen Job suchen müssen. Da ist jetzt natürlich, ach so, das kann ich ja gar nicht im Pausenmenü machen. Dann telefoniere. Wo ist das Telefon? Hier. Polizistin. Nee. Wissenschaftlerin. Da würde man jetzt auch nicht unbedingt schlecht verdienen, ne? Bildungswesen. Verwalterin und Professorin. Hört sich gar nicht mal so schlecht an. Gerade jetzt auch in Bezug darauf, dass sie natürlich auch sehr intelligent ist, weil sie ist ja so die Hauptkandidatin, mit der wir alles rausfinden möchten, was jetzt hier diese ganzen mystischen Sachen angeht. Ich würde fast sagen, Taucherin, ja. Gärtnerin wäre natürlich auch nicht schlecht, weil sie dann so mit den Pflanzen und so weiter in Verbindung kommen würde. Aber ich würde tatsächlich sagen, nee, hier, dass sie ins Bildungswesen einsteigt, auch wenn sie dann halt volle 8 Stunden arbeiten muss. Das, ja, ist dann halt so. Ja gut, die müssen, ja gut, die haben jetzt 1 Stunde weniger, so viel Unterschied ist das auch nicht. Sie wird auf jeden Fall ins Bildungswesen eintreten. Arbeitsaufgabe, Unterrichtsplan erstellen. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, wie die das machen will, weil die hat keinen PC und nichts, fällt mir gerade auf. Aber gut, Job suchen, also. Harry, guck mal zwischendurch in dein Telefon, bitte. Ich möchte nämlich, dass du dir einen Job suchst. So, mal schauen. Also, er muss auf jeden Fall gut verdienen. Das sollte klar sein. Wissenschaftler ist für ihn gar nicht mal so schlecht. Wobei er natürlich von den Arbeitszeiten her, na, sind auch schon wieder 9 Stunden, ist natürlich nicht gerade wenig. Astronaut ist natürlich ganz cool. Was natürlich blöd ist, wenn er dann wirklich mal irgendwie ins Weltall fliegen muss oder so. Das wäre dann vielleicht nicht ganz so gut. Geheimagent, Gärtner. Gärtner würde sich natürlich mit ihr gut decken. Ja, da verdient er halt ziemlich wenig. Maler wäre vielleicht auch nicht schlecht. Habe ich übrigens noch nie gehabt, soweit ich weiß, als Beruf. Ich bin gerade überlegen. Er ist ja sehr kreativ. Wäre also gar nicht so schlecht. Wobei Schriftsteller wäre vielleicht sogar noch besser. Weil er da auch an anderen Tagen arbeitet. Dann bräuchte er allerdings auf jeden Fall noch einen Laptop. Also da müssten wir nochmal nachgucken. Die verdienen auf jeden Fall recht gut pro Stunde. Also würde ich mal sagen, er wird Schriftsteller. So, die Kleine kann jetzt natürlich keinen Job annehmen. Jetzt muss ich nur mal gucken. Gehört keiner sozialen Gruppe an. Ja, das ist mir klar. Bedürfnisse sind logischerweise auch soweit okay. So, sie möchte gerne Magierin werden, ins Reich der Magie reisen und einen Zauber lernen. Das ist doch perfekt. Das habe ich zufälligerweise gut eingestellt, weil das ja genau das ist, was sie ja auch machen soll. Willkommen in der Nachbarschaft. Okay, Nachbarn hereinbitten. Ja, hol mir die einfach mal alle rein. Okay, die kommen auch schon direkt alle mit. Das ist sehr gut.
Moment, der ist das nicht? Das ist nicht unser Name, aber der sieht so aus. Was hat die Katze denn für Probleme? Ach, die kommt nicht an die Tür rein, glaube ich, oder? Junge, du darfst dich aber auch der Nachbarschaft gerne mal vorstellen. Die eine stellt sich schon der Tochter vor. Ja, das ist super. Was die Katze jetzt will, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist, weil sie da jetzt nicht rauskommt, oder? Was möchte die Katze denn jetzt? Die trottet hier irgendwie so komisch rum. Ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt wieder vor irgendwas Angst hat oder so. Ja. Da fällt mir uns gerade ein, obwohl, Moment, das könnte sie eigentlich auch machen. Sie könnte mal kurz der Katze was zu fressen geben. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Sie läuft hier schon rum wie so eine kleine Erwachsene. Dabei ist sie ja noch gar nicht so alt. Oh, sie ist verantwortlich. Sie hat Verantwortung gelernt. Das ist doch was Schönes. Okay, also du kannst gerne wieder zurückgehen und mit ihr nochmal was reden. Oder auch nicht, weil die sich jetzt gerade hinsetzt und hier Fernsehen gucken möchte. Das ist ja nett. Oh, so. Ah, Istoba. Hier müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir... Also ich lasse die jetzt erstmal ein bisschen in Ruhe hier. Die Katze. Hallo. Geht es noch? Ich muss dich hier mal eben ausschimpfen. Los, zackig. So geht das aber nicht hier. So geht das nicht. Was machen Sie eigentlich bei uns im Schlafzimmer? Also das können wir jetzt hier wirklich nicht dulden, solche Sachen. Ne? Also das geht wirklich gar nicht. So, ich gehe jetzt nochmal eben ins Baumenü rein, weil ich muss mal gucken, wie teuer die sind. Ich hätte nämlich gerne so eine ganz große gläserne Frontale hier. 200, uiuiui, okay. Okay, das werde ich dann wohl im Nachhinein dann noch gerade machen müssen. Weil hier dann ja der Durchgang kommt. Müssten wir so eine Schiebetür da reinmachen? Achso, ja, dann sollte ich vielleicht nicht bei Fenster gucken. Schiebetür, Schiebetür. Sowas gab es auch. Das ist eine Schiebetür, das sieht gut aus. Aber da hat man immer noch das drumherum. Gab es nicht eine Schiebetür, die komplett war? Oder hatte ich da keine Schiebetür genommen, sondern hatte ich die Türen hier genommen? Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, ich habe die Türen dann genommen. Na komm, dann nehmen wir die jetzt mal. Dann machen wir jetzt erstmal noch ein schmales Fenster da rein. Sieht zwar jetzt ein bisschen blöd aus, aber ist mir jetzt ehrlich gesagt auch egal. Ich werde das ja später eh nochmal ändern. Dann haben wir noch ein bisschen... Ach so, nee, ich muss ja noch wegen dem Laptop gucken, aber der ist, glaube ich, so teuer, ne?
Laptop. Oh ja, 4000, das ist heftig, das ist richtig, obwohl. Standardmäßiger tragbarer Computer. Da ist zwar alles nicht so viel, aber den können wir uns kaufen. Dann haben wir aber nur noch 500. Ja, was soll man machen, ne? Ich meine, der PC ist ja jetzt auch nicht billiger. Ja, ich würde sagen, den kaufen wir uns jetzt erstmal. Die Frage ist nur, ich stelle den jetzt erstmal auf den Küchentisch, weil ich muss ja jetzt erstmal auch noch einen Tisch holen. Also zumindest einen Tisch, obwohl, naja, ich könnte theoretisch auch so ein Büromöbel, genau. So einen Bürotisch holen, obwohl, das ist nicht gerade billig. Ein Pult ist auch schon 300. Okay. Ja, dann würde ich normalerweise sagen, dass ich erstmal so einen Tisch hole. Der ist ja groß genug. So, dass ich da dann den Laptop erstmal drauf tue. Und ja, super teure können wir uns jetzt auch nicht leisten. Da müssen wir uns halt jetzt erstmal die billigsten der billigen Möbel nehmen. Ja, oder zumindest noch solche. Bisschen rosa vielleicht drin. Weil das ist natürlich. Ja, nehmen wir mal die hier. Es sind, glaube ich, jetzt Gartenmöbel gewesen. Aber so, dann hat jeder hier mal Platz an dem Tisch. Es ist da hinten auch ein bisschen heller. So, dann werden wir noch eben ganz schnell die Farbe hier drin noch mal ändern. Irgendwas Schönes in Pastellfarben, würde ich sagen. Ja, vielleicht das. Ich weiß es nicht genau, aber wir nehmen jetzt mal einfach das. So. Ach so, ja, die Seite natürlich auch noch. Und man sollte die Tür natürlich nicht vergessen. So, ich hoffe. Ja, da habe ich es jetzt überall. Okay. Da muss ich natürlich auch mal gucken, dass ich da irgendwie Fenster reinmache und so weiter. Das ist natürlich jetzt alles nicht so, wie ich es haben will, aber. Gut, ich meine, das ist jetzt gerade erstmal so für den Anfang. Ich werde auch mal gucken, dass ich in den nächsten Folgen. Da kommt mal eben einer was Wasser rüber. Auch nicht schlecht. Okay. Kommt jetzt direkt rein? Oder kommt er gar nicht rein hier? Ja, scheint nicht reinzukommen. Lektion fröhlich. Samira ist ein fröhlicher Sim. Ja, das wusste ich vorher auch schon. Fröhliche Sims sind häufiger glücklich. Das wusste ich eigentlich auch schon. Nee, ich will auch nicht reisen. Ich wollte mir eigentlich mal so die Umgebung hier angucken. Da sind die ganzen. Eigentlich musste ich das so rum machen, weil hier ist, glaube ich, dieses Anglerhaus. Kann das sein? Da ist sogar ein Regenbogen. Auch wie schön. Ein Regenbogen. Jetzt finde ich mein Haus nicht mehr. Ach, da war mein Haus. Okay. Da muss ich das so rumdrehen, weil so rum bin ich nämlich eingezogen. Ich hatte hier auf der Übersichtskarte irgendwo ein Portal gesehen, was ich jetzt komischerweise nicht mehr sehe. Da kann ich nicht hoch. Okay. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal schlau machen. Also was heißt schlau machen? Ein bisschen die Gegend hier erkunden. Warum kann ich da nicht hin? Was ist denn das da? Magische Pilze oder sowas? Kann das sein?
Oder ist das das Portal? Ah, Moment. Da läuft sogar einer. Das beobachten wir doch noch mal schnell. Weg war er. Weg war er. Ja, ich kann nur sagen, das ist dieses Portal, was ich gesucht habe. Und genau dieses Portal möchte ich dann auch in der nächsten Folge definitiv mal erkunden. Für diese Folge war es das jetzt leider erstmal. Ihr konntet natürlich noch nicht so viel sehen, aber das ist in der ersten Folge ja normal. Ich werde jetzt erstmal wieder zurück. Ah, da müsste ich den Weg da oben hingehen. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zum Haus, ja, wo sich eigentlich gut um meine Mitmenschen gekümmert wird. Und normal auch um die Katze. Wo ist denn die jetzt? Ich glaube, die ist jetzt gerade irgendwie nach draußen. Da ist er auch nicht. Ist wahrscheinlich jetzt gerade irgendwo nach draußen gelaufen, ohne was zu fressen. Aber habe ich hier extra was dahingestellt. Naja, gut, okay. Also, wir sind ziemlich pleite, aber trotzdem ziemlich glücklich und verabschieden uns dann erstmal für die erste Folge. Und sagen mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!